Das hier ist ein neues Haus, auch wenn es alt aussieht. Wir haben uns geeinigt, dass die Häuser von außen wie im Mittelalter aussehen sollen. Innen kann jeder machen, was er will. Nicht die einzige Besonderheit im Künstlerdorf Bussana Vecchia an der Blumenriviera. Vor 60 Jahren begannen Künstler, das von einem Erdbeben zerstörte Dorf wieder zu besiedeln. Heute gilt Bussana Vecchia als ein Highlight an der Küste, das man unbedingt gesehen haben muss. Eine Entdeckungsreise durch Ruinen. Seit gut 10 Tagen kehrt sowas wie Alltag ins Dorf zurück. Abstand und Mundschutz sind selbstverständlich. Auch Kunst braucht Hygiene. 1887 wurde Bussana Vecchia von einem Erdbeben zerstört. Es galt als unbewohnbar. In den 60er Jahren kamen die ersten Künstler und bauten sich ein Zuhause in den Ruinen. Jana gehörte damals mit zu den Pionieren. Also es war sehr langsam natürlich, wir hatten keinen Strom, kein Wasser im Haus, es war alles sehr, sehr langsam, aber es war lustig, es war die Hippie-Zeit und ich meine, da war eh alles ein bisschen freundlicher. Damals wie heute waren Ideen gefragt. Also das sind Kerzen, die hat mein Mann entwickelt. Er baut Wachskristalle, also baute Wachskristalle, die braucht ein bisschen zum Wachsen und die sehen so aus. Die sehen aus wie Mineralien, wie ein Quarzkristall. Dieser hat sogar Doppelseiten. Zuerst wird das Zentrum gemacht und anschließend jede halbe Stunde eine Schicht über das Ganze. Deswegen sind sie sehr langwierig zu machen. Und ja, ich selber mache Silberdrahtschmuck und zeichne auch und male etwas. Wie Jana suchten auch die anderen Künstler Wege, um zu überleben. Einige Restaurants und Kneipen sind entstanden. In den verwinkelten Gassen ist noch immer der Hauch der Hippie-Zeit zu spüren. Freiräume schaffen und erhalten. Nur so, da sind sich die Künstler einig, ist Kunst überhaupt möglich. Immer wieder gab es Auseinandersetzungen mit der wechselnden Obrigkeit. Bisher siegte die Kunst. Der Garten als Kunstwerk und für jedermann zugänglich gegen einen kleinen Obolus. Für Luisa ein gewachsener Traum. Über 5 Etagen wächst ihre Pflanzenpracht. Jede Ecke, jede Kurve bietet einen neuen Blickwinkel. Die Verbindung von Ruinen und Pflanzen haben einen ganz besonderen Reiz. Blühende Vergänglichkeit. Auch ein kleines Museum gehört dazu. Das ist ein Zimmer der Erinnerung. Das sind Dinge, die wir bei den Erdarbeiten gefunden haben. Die hier auch. Das sind die Fotos der ersten Künstler, die das internationale Forum bildeten. Und das hier ist Jana, die Frau, wo ihr schon wart. Und das bin ich. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bussana Vecchia irgendwann mal wieder ein ganz normales Dorf sein wird, tendiert gegen Null. Immer noch wird gebaut und es entsteht Neues, wie die Casa degli Archi. Aus einer 400 Quadratmeter großen Ruine soll ein Kunstzentrum entstehen. Angelo und seine Freunde bauen schon seit längerem daran. Die Arbeiten hier sind für das Kunsthaus. Alle sind willkommen, Designer, Maler, Bildhauer und die, die Mode machen. Wichtig ist die Planung und dann die Umsetzung. Nicht so, man hat morgens eine Idee, wenn man aus dem Bett steigt und dann fängt man an rumzubauen. So geht das nicht. Ein solches Projekt erfordert Disziplin. Wir sind hier ein Team. Also es wird ein Haus, das alle Kunstformen im Forum bietet. Auch da verstehen wir uns als Team.
pittura di designer, di moda, perché c'è una ragazza che è architetta di noi, perché siamo una squadra praticamente. Die schöpferische Kraft, die hinter diesem Projekt steckt, ist überall zu spüren. Auch wenn Busana Vecchia nur wenige Kilometer von der Küste und dem touristischen Treiben entfernt liegt, so ist es doch eine komplett andere Welt. La Barca, das Schiff der Gastlichkeit. Jeder ist willkommen, solange er, sie nicht langweilig sind. Hinter jeder bewohnten Natursteinwand verbirgt sich eine andere Geschichte. Alle haben eines gemeinsam: sie haben immer etwas mit Kunst zu tun. In der vom Erdbeben zerstörten Kirche entdecken wir eine Installation. Die Kunst verbindet auch in der Ruine Jahrhunderte. Nur wenige Meter entfernt ist Jazz das Thema. Vor 5 Jahren bin ich hergekommen und habe mir damit einen Kindheitstraum erfüllt. 68 war ich zum ersten Mal hier. Da gab es kaum jemanden, der hier wohnte. Dann kam ich immer im Urlaub her. So ist eben das Leben. Busana Vecchia, ein Gesamtkunstwerk. Sympathisch, offen und immer neugierig. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.mamomovie.com. Bis dann, ciao.